Das ist die Bucht von Cala Morada. Die ist relativ klein. Und wenn Sie sich erinnern, wir standen dahinter mit dem Blick auf die anderen beiden. Auf die kleine Bucht, ja. Das war hier genau über den Felsvorsprung dahinter. Mhm. Das ist der alte Teil von Porto Colom. Und hier sieht man nochmal den schönen Naturhafen mit den Booten, Segler oder Motorboote. Und es gibt sogar Ausflugsschiffe hier, mit denen man eine Rundreise machen kann. Einfach traumhaft.